Hello everyone, and welcome to another talk within our series In Conversation With. Today, I will be in conversation with Dennis Seidel and his friend Sandra from Meine Damen und Herren Theater Group from Hamburg and his colleague Philomena Krause. So hello and welcome. Hello. I'm very happy that we will have this talk today. And Dennis, because until now I didn't meet Sandra. Last time I met Larissa. And I would like to start with asking you to introduce yourself a little bit, also Sandra, and then after Philomena, if you can also say a little bit. Dennis, Sascha fragt, ob du dich einmal kurz vorstellen kannst und auch Sandra, weil er Sandra noch gar nicht getroffen hat. Also ich bin Dennis Seidel aus Hamburg. Ich arbeite in der Theatergruppe, meine Damen und Herren. Wir haben ja auch leider gerade wegen Corona geschlossen und wir wissen auch noch nicht, wann die Arbeit genau wieder losgeht. Und das hier, es ist meine herzallerliebste Traumfrau Sandra. Also sie begleitet mich immer und überall, wo ich bin. Ich muss sie auch mitkommen. Sandra war letztes Jahr, als ich mit John White in Berlin war, schon mit. Und hat mich überall mitbegleitet. Und Dennis, kann ich übersetzen? So Dennis is also saying hello. He's working as an actor for the ensemble Meine Damen und Herren in Hamburg. And this is now closed due to Corona. And this is very sad and he doesn't know when it will stop. And with him is Sandra, his dream lady of his dreams. And she's also joined him already in Berlin when we were working with Sascha together. On the project Tanz in der DDR. Tanz in der DDR, yes. Yes. Nice. Dass wir dieses Jahr auch leider nicht machen können. Weil viele Veranstaltungen abgesagt wurden. The piece that we were talking about, unfortunately, we can also not show this year because everything was cancelled. So also this was cancelled. Exactly. And Philomena, you, for the last 6 months or so, you also work with Dennis. And yeah, can you tell us a little bit? Today, I mean, you will also help us with translation. This is obvious. I didn't say in the beginning. Usually I say when we do it in English and another language. And today we will do it in German and in English. And my German is still not so good, so I'm still learning. So thank you for helping us with translation. Welcome. I'm trying to do my best to translate Dennis properly. And I'm joining Dennis. I was joining him the first time for a production with Sascha, Tanz in der DDR. And now also we were working together in a project for Meine Damen und Herren. And outside of this, I'm also working as performance maker and costume designer. So a bit changing positions. Dennis. And also Philomena, because you had this experience together. I would like us to talk a little bit about the last performance. Dennis, your last performance, Zara's Adventurous Night in Stockholm, premiered in mid-March in Kampnagel in Hamburg. And you had the premiere and then due to the pandemic, last shows were cancelled. And then we went into lockdown and the whole situation that in the last almost 3 months we are experiencing. I would like to ask you to tell us a little bit about the performance, what it is about, and who is Sarah Larsson in this performance?
Dennis, Sascha hat einmal kurz erzählt, dass du auch an einem Projekt gearbeitet hast, bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist. Und ob du einmal kurz vorstellen kannst, was das für ein Stück ist und worum es da geht. Also es geht darum, dass Sarah Larsson, die ja von mir gespielt wird, drei ganz verrückte Figuren erfunden hat, nämlich zwei sprechende Papppuppen namens Lynn Olsen und Berit Olsen, und dann hat sie noch ihren sprechenden Hund Bagheera. Also bei Bagheera habe ich einen Panther aus dem Dschungelbuch gedacht. Daher hatte ich auch auf den Namen Bagheera. Und dann habe ich ab und zu mal mit den Leuten geprobt. Und das Stück war so lustig. Und als Martina und Miss-Marie uns gesagt haben, dass wir das nicht mehr machen können, wegen der Corona-Pandemie, und bin ich ein bisschen traurig geworden und musste mich erstmal zurückziehen. Okay. The piece is about Sarah Larsson, who lives in Stockholm, and she is played by Dennis, and she invented three figures, two paper dolls and one dog, which is called Bagheera. And he was rehearsing this piece with his colleagues and also playing it with his colleagues. And it was canceled after the second show due to Corona. And he was very sad about this when he heard this. And Dennis, I didn't see the performance, unfortunately. I couldn't come, but I read a little bit about it. And I would like to ask you if you can tell us a little bit more why did you choose Sweden, and who is this Sarah Larsson that also lives in Stockholm? Dennis, Sascha konnte das Stück ja leider nicht sehen, aber er hat dein Skript lesen können. Und er fragt dich, warum das Stück eigentlich in Schweden spielt und wer diese Sarah Larsson ist. Also ich habe mal ein schwedisches Stück gespielt, weil ich liebe die Landschaft in Schweden. Also Schweden hat für mich etwas mit den Astrid Lindgren-Filmen, also die wurden ja auch viel in Schweden gedreht, und Sarah Larsson ist eigentlich eine schwedische Popsängerin. Die macht sehr tolle Musik und die ist einfach eine tolle Frau, und die da habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich sie auf die Bühne bringe. Und ich weiß nicht, wie ich das Sandra sagen soll. Ein bisschen bin ich auch in Sarah Larsson verliebt, aber was will ich Sandra reden, wenn ich sagen? Okay, ich kann das ja mal übersetzen und dann kannst du das mit ihr klären. Dennis is saying that he loves the Swedish landscape, and he also in his childhood was reading and watching the stories of Astrid Lindgren, which is also in Sweden. And that's why he's inspired to make a piece that is in Sweden. And also Sarah Larsson is a real Swedish pop singer. And he's just inspired by this amazing woman and wanted her to be his main character and be her himself. And also now there's a conflict a bit between Sandra and Sarah Larsson, so that Sandra could be jealous on Sarah. This is interesting for me to hear where the inspiration comes from, and it's good to understand this
that Zara Larsson is also an adventurous female character who has adventures in the city where she lives. Das ist interessant für Sascha zu hören, dass deine Inspiration für Schweden und auch, dass Zara Larsson so ein aufregendes Leben hat und eine aufregende Frau ist. Ja. Dennis, can you tell us a little bit how it was to work together with your colleagues? Because in this performance they are animating paper dolls and the dog as a puppet, and you are embodying Zara Larsson. So how was it to work with your colleagues in making the performance? Sascha fragt Dennis, wie es war, mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten in diesem Stück, die ja als die sowohl die Puppen animiert haben als auch den Hund gespielt haben. Also das war sehr schwierig, weil ich es nicht erzählen. Das war sehr traurig. Es gab nämlich eine Kollegin, die mein Stück, also sozusagen debütiert hatte. Also die hat sich genau in meine Proben, eingemischt. Also zuerst hatte ich für die Position Ellen Olsen, eine andere Schauspielerin gehabt, aber dann ist sie ausgestiegen, plötzlicherweise, und ja, dann habe ich stattdessen eine richtig tolle Schauspielerin gefunden, die wir auch sofort eingearbeitet haben, und die hat dann eine Puppe gespielt, und das war richtig lustig, das Zusammenspiel mit den dreien. Ja, besonders das Zusammenspiel mit Thomas war sehr lustig. Also bei der Premiere, wo hat das Publikum angefangen zu lachen, als Thomas mit dem Hund auf die Bühne kam. Weil die Leute dachten, das wäre ein echter Hund, der da zu deiner Erzählung. Aber das war ein Stoffhund. Und dann die beiden Puppen und die drei Tauben, die mich gespielt haben, das war echt lustig. Also ich finde, dieses Stück sollte ich nochmal aufführen, wenn das nochmal gespielt werden soll. Möchte ich das als eigenes Stück machen und dann nur mit Puppen, ohne Kollegen, und dann nur mit Puppen spielen. Oder als Text oder als Hörspiel sozusagen, wo ich aus dem Textbuch dann vorlese. Okay. He was saying that in the beginning it was difficult because there was a conflict with a colleague who was playing one of the puppets, and then she was going out of the production, and they found 1 week before the premiere. Someone else from the ensemble was joining in to play her, and she was doing very well. And then he was very happy because also the audience was laughing when they saw the piece, and he enjoyed this. And for example, Thomas, one of the performers, he's playing the dog, who is a cuddling toy. And the audience laughed maybe because they thought that it's a real dog, but it was not, and also there were the doves on stage, which also appeared in Sascha's Stück already, Sascha's piece already, sorry. Mm-hmm. And Dennis wants to really show it again, and he could also imagine doing it in a different way, so maybe only with him and the puppets, and also longer, maybe also even an audiobook. Interesting that these two or three doves
I remember, Dennis, in November and October last year, you said that you would like to bring these dogs also to another performance. So they found their way in Sarah Larsson's performance. Sascha sagt, dass es interessant ist, dass die Tauben jetzt in dem Stück wieder aufgetaucht sind, die ja auch bei seinem Stück schon dabei waren. Ja, weil ich wollte diese Tauben extra wieder einbauen, weil ich wusste, dass mich das mit dem DDR-Stück ein bisschen verbindet. Und eigentlich wollte ich ja echte, richtige Tauben dafür nehmen, aber das ging nicht. So he said it was a clear decision also to connect to your piece, okay. To connect this piece with your piece. And also he wanted to have real doves, but this was a bit difficult. Maybe just for everyone who is watching and listening to us now, to just say that Dennis is referring to the performance that we did together with Alexander Ashour and other artists last year in Berlin, and it is a performance that deals with the question what happened with the dance from the former East Germany. So, and these doves as puppets that Dennis used in one of the scenes, because he was as an artist, we invited Dennis to work on one of the references, the work and life of Jean White, one of the choreographers from the former GDR. And Dennis worked on this, and the scene that we created together includes these doves as soft, how do you call this, toys, that then are those that found a way also in this new performance. Just as an explanation for everyone who is listening and watching to not be confused what is it that we refer to. But Philomena, can you a little bit tell us also about the whole project and the context in which Dennis made this new performance in March? So this was a production of the theater ensemble Meine Damen und Herren, which is based in Hamburg. And the name means Dear Ladies and Gentlemen. It's a professional theater ensemble from and with artists with different disabilities. And the piece was called Die Stadt bin ich, which means the city, it is I, relating to the quote, L'État c'est moi. And the performance consisted of 7 pieces. And one of these 7 pieces was Dennis' piece. And for each of the pieces, 2 or 1 person from the ensemble was doing the directing or the choreography. And we premiered in Kampnagel on the 11th of March. And then we could only show it 2 times. And sorry, this is now, I pre-wrote it. And this piece is a part of a 4-year project from Meine Damen und Herren, which focuses on what they call radical participation. And they want to practice how artists with disabilities are not only on stage following instructions, but also work as a director and take full artistic authorship. Yes, thank you. I would like to go back to something that Dennis, you mentioned, and we are all aware that this performance was canceled, but also I know that another performance of yours, 1 Meter in the Wild West is the title. It's a big group performance, was also canceled. It was supposed to be in Berlin this spring. Also our performance, Tanz in der DDR, was supposed to be in Dresden. It was also postponed, so we will do it later in the year. So I just wanted to ask you, Dennis, how did this whole situation of canceling and dealing with this new situation feel for you, and how did you deal with it? And what was the most important for you in this process, and who and what was your support in this process?
Dennis, Sascha fragt oder hat gesagt, dass er weiß, dass auch dein anderes Stück 10 Meter in den Wilden Westen abgesagt wurde. Und er fragt, wie das, wie sich das für dich angefühlt hat, dass einmal das Stück Die Stadt bin ich abgesagt wurde, aber dann auch 10 Meter in den Wilden Westen. Und was für dich in der Zeit wichtig war und was dir geholfen hat. Ich habe mich sehr traurig gefühlt, als ich das erfahren habe, dass auch der Western nicht gespielt werden kann, weil ich das hat mich dann sehr einsam und alleingelassen gefühlt. Und hat mir nur geholfen, dass meine Betreuer, meine Mitbewohner und meine Familie für mich da waren und die Kollegen für mich da waren und Sandra für mich da war. Sie war für mich sozusagen diejenige, die mich sofort getröstet hat, als ich erfahren habe, dass es nicht mehr gespielt werden kann. So he was very sad when also he heard that even this other piece from him where he directed was cancelled, and he felt in the first moment very lonely and left alone, but then he got a lot of support or felt supported by his flatmates, his colleagues and his assistants in his flat and his family, and also Sandra supported him a lot. And you went, because you collaborated also, you were involved, Philomena, in this project and in the performance. And from your experience, how did it go? It was interesting because we blended out the Corona situation because we were really in the stress of rehearsing the piece to premiere. And then on the second day, it was going very slowly that we received the information. And then we told the ensemble, I think 2 hours before the show. And we were very worried how the energy will be. There's a sound issue, no? Mm-hmm. Can you hear me? Yeah. There was some echo, but now it's okay, I think. But it went very well because then we all supported each other, and then we just didn't see for 1 week and didn't really speak. Ja, irgendwas ist gerade mit dem Ton. Warte, Dennis, was sagst du? So I think the sound for everybody is a bit strange now, no? There was some echo. Is it okay now? Can you hear us? Yes. Okay. But I was also thinking now that last time Dennis told me an anecdote, which is maybe nice to share, that because of his puppet, we were talking about that how you couldn't meet people anymore, and that he was going to the countryside to his mother, and that it was very hard to not see people, but it's very nice because the puppet is out of paper, so it doesn't have the, it's not forbidden to have contact or to come close to a puppet, so it's very nice that the contact stop is only for real humans, but not for animals and puppets. Denn ich habe einmal kurz erzählt, was du erzählt hast mit den Puppen, dass es praktisch ist, dass es da keine Kontaktsperre gibt. Ja, weil das wäre ja blöd, wenn man auch noch verpackt Puppen sowas einführen müsste. Stell dich mal vor, die volle Regierung und Merkel sagt, ja, Papppuppen und Stofftiere
darf mich auch nicht mehr ins Leben treten. Und wie bescheuert wir jetzt hier wieder stimmen. He said, just imagine Merkel would say that you can't meet paper puppets and cuddling toys anymore. That's a good point. Imagine if these measures would go even more extreme. But it's interesting to hear, Dennis, because we were all in the last months and still we are trying to find a way how to deal with the situation, but also how to support each other. It's similar in our group in Novi Sad, but also in the group in Berlin. So we used a lot internet as a way to be present and to find a way how to support each other. But this, what you are saying about finding other ways with puppets and animals and others who can be our support in this crisis is a very interesting aspect to consider. Dennis, Sascha sagt, dass das eigentlich ein ziemlich interessanter Vorschlag ist, weil auch Sascha in seiner Gruppe zum Beispiel reden auch viel darüber, wie man jetzt eigentlich zusammenarbeiten kann oder mit anderen Menschen sein kann oder Unterstützung kriegen kann. Und dass deine Idee, dass man ja mit nach anderen Möglichkeiten zu gucken, deine Papppuppe oder deine Kuscheltiere oder Tiere, ein total guter Vorschlag ist. And it's great that Sandra is still there. Und es ist toll, dass Sandra noch da ist. Dennis, in the preparation for this talk, I sent an email to Philomena and you, and I asked also, can you imagine what would be the world in which theater and dance performances and public meetings would be canceled? And then I heard that you prepared something as a response to this question. Dennis, Sascha erzählt, dass er dich gefragt hatte, wie du dir eine Welt vorstellen kannst ohne Kultur und dass du was vorbereitet hast. Ja. Das könnten wir jetzt präsentieren. Yes, please, if you can share it with us. So I will translate in between. Okay. Okay, Dennis. Sascha, kannst du dir eine Welt ohne Kultur, beziehungsweise große Menschenwandlung vorstellen? Also, well, honey, can you imagine a world without culture or big crowds? Oh nein, Sandra. Oh no, Sandra. Wieso denn nicht, Schatz? Why not, honey? Für mich gehören Auftritte. Vor großen Publikum quasi dazu. Ich bin geboren worden, um Theaterschauspieler zu werden. For me, appearances in front of large audiences are practically part of it. I was born to become a theater actor. Ich weiß es schon. Aber stell dir mal vor, es gäbe etwas gar nicht mehr auf der Welt. Was wäre dann mit den Theatern, den Konzerthäusern in der Stadt? Stell dir das mal vor, wie das sein würde. Yes, I know, darling, but imagine there was no such thing in the world anymore. What about the theaters, the concert halls in the city? Das war sehr schrecklich, Liebling. Ich könnte dann meinen Job nicht mehr machen, müsste mir dann neue Arbeit suchen. Alle kulturellen Einrichtungen müssen geschlossen werden. Keiner könnte mehr Kultur machen, Sandra. That would be very awful, darling. I couldn't do my job then. I would have to find a new job. All cultural institutions would have to be closed. Nobody could do culture anymore. Zum Schluss war eine ganz andere Frage. Kannst du dir das vorstellen, dass man eine andere Frau hat? Finally, another interesting question, darling.
Can you imagine ever having another woman? Nein, Sandra. Ich liebe nur dich. Das weißt du doch, Sandra. No, Sandra. I only love you. You know that, Sandra. That's it. Thank you, Dennis and Sandra. I think it's interesting this, what you say, that it is about jobs, because I think it is an important thing to keep in mind when theaters are closed, that it affects so many people and so many artists who do this also as their work and their jobs, and it is very important thing to keep in mind. And this, I think it's very interesting that you say that without meeting big audiences, it cannot be, because it's a part of it, of who we are. This way that in public and meeting with others, we also fulfill who we feel we are as individuals, but also as what we want to do. As you said, I was born to become a theater actor. So I think it's very interesting, and I think it's important aspects to for all of us to keep in mind. How do we deal with this decision that there is no public life and there is no the theater life in that way. Sascha sagt, dass es interessant ist, interessant und wichtig, was du aufbringst, dass wenn es keine öffentlichen Versammlungen mehr gibt von vielen Menschen, dass es viele Leute auch in ihrem Job betrifft, dass man dann eigentlich gar nicht mehr arbeiten kann und dass unsere Arbeit dadurch bedingt ist, dass das möglich ist, dass viele Menschen sich treffen können. Dennis, and in this time, how, while you were at home and at your mother's place, without contact with others, how did you use your time? I know that you also created these comics, Janine Beats Corona, but what else did you do in this time? Dennis, Sascha fragt, was du in dieser Zeit machst. Er weiß, dass du auch dieses Comic geschrieben hast. Janine schlägt Corona. Ja. Und was du sonst noch machst in dieser Zeit? Also ich bin viel. Oh, ich bin auch viel mit Marcel. Ich bin auch viel mit Marcel in Kontakt. Wir machen zusammen ein Projekt, also zu dritt. Also Marcel, Sandra und ich machen ein Projekt zusammen. Und das ist so lustig. In diesem Projekt geht es um acht Models, die auf einem anderen Planeten leben und da viele Abenteuer zusammen erleben. So he's, for example, working together with Marcel, Marcel Bougier and Sandra and him, they are writing a piece which is very funny, where eight models are on another planet together. Sounds very interesting. I'm looking forward to read and to hear about this new play. Es klingt interessant und Sascha freut sich schon, das zu lesen und zu sehen, das neue Stück. Dennis, in your performances, because you are theater actor, but also you are theater director. And in your performances, Ordinary Girl, 10 Meters into the Wild West, also in Zara Larsson piece, you create new female characters, and mainly you also play them and you embody them on stage. Can you tell us a little bit about this? Is there a reason why, a special reason why you do this? And
How do you create these characters? Dennis, Sascha sagt, dass du oft in deinen Stücken oder meistens weibliche Charaktere kreierst. Und er fragt dich, warum du das machst und wie du diese Charaktere entwickelst. Ich liebe es, eine Frau zu sein, weil ich wollte schon immer für mein Leben eine Frau sein. Ich habe früher als kleiner Junge immer gern mit Puppen gespielt. Und das ist so lustig, dass wenn man als kleiner Junge mit so einer Anziehpuppe spielt, weil ich habe mich schon früher immer gern halb Junge, halb Mädchen gefühlt. Also ich hab früher immer gern mit Barbie-Puppen gespielt. Und auch die ganzen Stücke, die ich immer mache, da versuche ich immer mich als Frau auf die Bühne zu stellen. Weil ich wollte mal ausprobieren, wie es ist, wenn man nicht als Mann, sondern als Frau auf der Bühne stehen tut. Dennis loves to be a woman, and he's also saying that he always wanted to be a woman or a girl. And even as a child, he was always playing with puppets, which seems strange to some people. And he is taking the chance that in his pieces he can try out how it feels to be as a woman on stage and not as a man. It's interesting to hear this because these new images and these new bodies that appear on stage in his performances, they are for me, it's interesting because they bring new images and new proposals of how to say this. Because for me, it's interesting because these characters, often Dennis brings them outside of the performance, because I experience moments when these female characters that he plays, they would also go outside of the performance and be in the foyer or in the after talk or even in the street as this female character, which then is very strong to see how they affect us as audiences in the theater, but also how they provoke for thinking about what is acceptable and how do we appear in public. And in this sense, for me, what you do as an artist on stage and outside of stage is very interesting, what it does for audiences and for in public in general. Dennis, Sascha sagt, dass es total interessant ist zu sehen, was passiert, wenn du als Frau auf der Bühne bist, weil du dann neue Bilder kreierst in dem, wie du dich inszenierst. Und dass er aber auch schon oft mitbekommen hat, dass diese Charaktere auch nach der Vorstellung noch da sind. Also dass du als diese Charaktere dann zum Beispiel auch ins Publikumsgespräch gehst oder zur Party danach oder so, und dass du damit total viele Fragen aufwirfst von, wie zeigen wir uns eigentlich in der Öffentlichkeit? Ist es akzeptiert oder ist es nicht akzeptiert? Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, als Leute gerade ausprobieren? Und Dennis, diese Charaktere, die du manchmal aus den Stücken mit ins echte Leben nimmst,
Stimmt das? Also trittst du auch manchmal als Frau auf außerhalb von deinen Stücken? No. No. Well, I didn't understand the question. I was asking if he's also outside of his pieces appearing as a woman, and he's saying no. Also, so as I understand, I'm saying this because for me it was a strong experience last year when we had a dance lab in Camp Nagel, when I invited Dennis to teach a workshop. It was very interesting for me to see how Dennis would also be dressed as a woman. Also some of us outside of his workshop continued to wear the clothes that Dennis asked us to change our appearances. And then it was happening also outside of the stage and audiences, but it went further. And this for me was interesting and also a very strong moment that then we have to deal with how people look at us. And Dennis was in the front of this. So that for me was a very strong experience. Also Dennis Sascha sagt, dass er eben, für ihn war das so ein starker Eindruck, dass als du den Workshop gegeben hast, du auch die anderen aufgefordert hast, sich als Frauen anzuziehen. Ja. Und dass ihr eben auch außerhalb von einer Theatervorstellung als Frauen angezogen wart. Also auch im Foyer oder ich weiß nicht, ob ihr dann auch rausgegangen seid oder so. You remember this, Dennis? Erinnerst du? Ja, also aus den Kollegen, oder du dabei bist, dann mach das nicht. Aber wenn ich allein, unterwegs bin, dann würde ich mich nie als Frau zeigen. So it's also changing something when there's colleagues around him. Mm-hmm. So they are supporting him, but when he would be alone in public, he wouldn't do it. I understand. That's what I was also referring to. Not alone, but like in this, like a performance or a workshop that Dennis creates as an event. And then it also goes, it echoes after the event, it also echoes in the immediate surrounding, which then affects also people who were not only sitting in the room, but who are in the street or in the restaurant or in the foyer or in the bus, because I was there also together with other colleagues in Dennis when we were also on the train or on the bus with the wig or with the puppets. So it creates, it challenges and addresses prejudice and also stereotypes about both us as disabled and non-disabled people. So for me, this part of Dennis' work is very inspiring and very strong, what he brings. Dennis Sascha sagt, dass er das toll findet, weil du eigentlich damit provozierst, also deine Performances auch in den Alltag hereinbringst für sie alle, dass du die erweiterst und dadurch forderst du Vorurteile heraus und regst du Reflexionen an für alle, für Personen mit Behinderung und ohne Behinderung aber auch. Dennis, in the piece with Zara Larsson, there is one dramatic moment, and it is a moment that is also about rejection. And it is a moment when Zaha says to Nika that Nika is asocial because she rejects the love of Zaha because they are both women. Can you tell us a little bit about this moment in the performance? Because in your performances, you also deal with this, what is acceptable and what is not, and you find a way to bring in acceptance and love and very soft way of being together and supporting each other. So for me, this is very interesting. And if you can tell in this piece a little bit about that
What is this a social moment? Dennis Sascha sagt, dass in deinem Stück gibt es einen Moment, in dem Zara ihrer Barbie-Puppe sagt, dass sie asozial ist, weil sie ihre Liebe ablehnt, weil sie eine Frau ist oder weil sie beide Frauen sind. Und Sascha findet, dass du dich in deinen Stücken oft mit Ablehnung in der Gesellschaft beschäftigst und gleichzeitig vorschlägst, wie man mit Liebe und Akzeptanz und Zusammensein leben kann. Und er fragt dich, was dich dazu motiviert, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mit Liebe, Akzeptanz und Zusammensein, aber auch Ablehnung. Also mich interessiert das sehr, wie Menschen zusammenkommen und auch zusammenleben und auch Tiere zusammenkommen und zusammenleben und tun. Weil es gibt auch Tiere, die zusammenkommen und dann ein tolles Leben haben und dann nicht mehr auseinander leben tun. Und Dennis, das Thema von Ablehnung in der Gesellschaft, ist das wichtig für dich in deinen Stücken? Ja. Wieso? Weil es ist wichtig, dass man das Thema Ablehnung auch wirklich gezeigt wird auf der Bühne. Und die Menschen sollen erfahren, wie es ist, wenn man abgelehnt wird, wie man sich dann fühlt. Mhm. So, he said that, first of all, he is interested in bringing people together on stage with his pieces, but also animals. So because there's also other species that can join this togetherness, and they also have issues and problems to talk about. And then I was asking him why the rejection is important to him. And Dennis is saying that it is important for him to show rejection on stage, just that it is important for him to talk about it on stage and to share how it is to experience it, like he's discussing with Nika, for example. And in your work, Dennis, music and songs are also very important. And also, Dennis, I remember Philomena, Dennis, when we were writing to each other for preparation for this talk, this is also something that you, Philomena, brought as something also important for Dennis' work. So if we can hear a little bit, what is the role of music, songs and humor in his work? Dennis, Sascha und ich haben auch uns gefragt, warum Musik eigentlich immer in deinen Stücken vorkommt und wofür die wichtig ist. Also die Musik ist sehr wichtig, weil die Musik bringt ganz bestimmte Stimmung auch in meine Stücke rein. Und ohne Musik würde die Stücke nie laufen. Ich muss immer Musik dabei haben, weil ich mache die besten dann eine Stimmung in meinen Stücken. Und Dennis, I translate this first. So music is important because it is bringing a specific mood. Mm-hmm. So none of his pieces would work without the use of music. Und Dennis, ich finde, deine Stücke, die sind immer, mir ist aufgefallen, dass die Leute immer lachen, wenn sie deine Stücke sehen. Und ich habe mich gefragt, ob du eigentlich mit Absicht lustige Stücke schreibst oder dann immer überrascht bist, dass die Leute das lustig finden. Ich bin immer überrascht, dass die Leute das lustig finden.
Schreibst du nicht mit Absicht lustig? Nee. Und findest du das dann, also findest du das dann blöd oder findest du das gut oder? Ich finde das dann gut. Weil wenn die Leute lachen, das bringt eine ganz andere Atmosphäre rein. Dann habe ich Leute um mich, die mich bejubeln tun. Die dann die laut lachen tun und so weiter. So Dennis is saying that he is not writing on purpose funny pieces, but that he enjoys a lot when people in the audience are laughing because it's just, it brings good mood. Yeah. Yes. This what you say, Dennis, that you cannot imagine your performances without music. I also feel the same because every time when I saw your performances, the music and the songs that you write and how you perform them, they strongly then relate to this, what you were saying, that you also want to bring people together with your performances. And they create this mood and this feeling of something soft and something gentle and tender among us. And this is a very strong experience. Sascha sagt, dass er das total gut verstehen kann, dass du sagst, dass deine Stücke ohne die Musik eigentlich nicht funktionieren würden. Weil die bringt oft so was ganz Weiches, Vorsichtiges, aber auch was, was Leidenschaftliches in deine Stücke, die das Publikum noch mehr zusammenbringt eigentlich. Dennis, I can see that Sandra got a little bit tired, so she took a break. And I didn't get the name of this friend of yours. What's her name? Dennis, Sandra scheint müde geworden zu sein. Wie heißt die Person, die jetzt da mit bei dir ist? Oh, she hears Sandra. Oh ja. Oh, ich habe so viele Puppen. Ich muss mal nur auf eine konzentrieren. Und das ist Sandra. So there are so many puppets, he still has to practice to focus on one. Okay, good. But I just thought to see where Sandra is, because slowly I would like us to finish the conversation for today. And usually I ask artists for a question. And last week I spoke to our colleagues from Theater 21 in Warsaw. With Maya, Justina, and Ola, and they had three questions. So I will read them, and then Dennis, Sandra, and you can also decide if you answer only one or all of them, or however you feel. Is this a good plan? Dennis, Sascha schlägt vor, jetzt noch die Fragen zu stellen, die Kolleginnen aus Warschau in dem letzten Interview gestellt haben. Yes. Ja? Yeah? Ja. Ah, yes. And I see, Dennis, now when you change the camera angle, I see all the other puppets. Dennis, und jetzt hast du die Kamera verschoben und jetzt sieht Sascha auch, dass da noch mehr Puppen sind hinter dir. Ja. Yeah. Yes, yeah. Great. Okay, so then I will read the question. So Maya, she had the question, do you make an order in your life during quarantine? Dennis, können wir dich noch mal sehen? Also Maya hat gefragt, hast du eine bestimmte Ordnung in deinem Leben während Corona? Nee. So einen bestimmten Tagesablauf, den du immer wieder gleich machst oder so? Ach. Also mein Tagesablauf ist immer, dass ich Homeoffice mache, dass ich mich
auf die Arbeit konzentriere von zu Hause aus. Und dass ich dann auch meine Jobs und so erledigen tue, die ich zu machen habe. Sagte mir gleich, vielleicht muss ich noch einkaufen gehen. So. Und Einkaufszettel schreiben. Also hast du jetzt auch noch was zu tun, ne? Ja. Wir sind auch gleich fertig. So he's saying that there's no specific order, but that he's doing every day, the whole day, home office. Mm-hmm. Or like, for example, today he's going shopping. Mm-hmm. Okay, thank you. And Philomena, for you, do you make an order in your life daily, or how is it in this time? I try to, but I'm very bad in keeping the order, but I try to move every day. Mm. Justina then asked another question. She said, everyone is waiting for the end of the pandemic and everyone is longing for normality. What does return to normality means to you? And do you want to return to normality? Dennis, jetzt kommt noch die Frage von Justina, die fragt, dass alle sich die ganze Zeit danach sehnen, zurück zur Normalität zu kommen. Und ob du auch zurück zur Normalität kommen willst und was die Normalität ist. Also die Normalität ist, wenn man wieder sich normal bewegen kann, wenn man draußen bewegen kann, wenn man seine Freunde und Verwandten und Kollegen alle wieder sehen darf. Und nicht immer vom Computer hocken muss. Und Person treffen muss. Und wenn man sich auch mal wieder auf der Arbeit sieht und privat wieder treffen tut. Das ist sehr wichtig, dass die Humanität wieder angeführt wird. Also wünschst du dir das? Ja. So Dennis is saying that normality is when everything is normal again, and normal is to see his colleagues and friends and to meet in person and not to be in home office every day or day and only meet people on Zoom. So he's longing for normality to come back. Mm-hmm. I understand. And then this a little bit leads to the question of Ola. She actually asked, would you like to meet with me as an artist? Ola is an artist from Warsaw, from this theater group. Es gibt noch eine dritte Frage, Dennis. Die kommt von Ola. Die ist aus Warschau, aus so einer ähnlichen Gruppe wie meine Damen und Herren. Und die fragt, würdest du mich gerne in echt treffen? Also da würde ich ja sagen. Aber nur, wenn ich ein bisschen Deutsch könnte, kann ich mich mit ihr unterhalten. Aber ich könnte ja mit übersetzen oder so. Ja. Und dann noch jemand, weil ich auch kein Polnisch spreche. So, he would say yes to her, but it's complicated with the language. Mm-hmm. But so, as you said, you can or we can help with translation. Yes. Thank you. I mean, this question that Ola had about meeting and what Dennis says about meeting in person live and without any restrictions is something that I am also thinking about in relation to all of you artists that I talked within this series of talks in the last couple of months. And this question by Ola is something that is very present with me, how to do it. And I
started to talk to some of the partners how we can do it. And for sure, something that I am working on in Berlin is also about bringing Ola and her colleagues from Theater 21 and Dennis and colleagues from Novi Sad and other places to come and meet also with the new group here in Berlin. So let's see. Nice. Hope this can be possible. So Sasha is saying that this, Sascha sagt, dass die Frage von Ola, ob ihr euch in echt treffen könnt, eine Frage ist, die er sich auch stellt. Und dass er versucht, darüber nachzudenken, wie er alle Personen, mit denen er jetzt diese Zoom-Interviews gemacht hat, auch in echt treffen kann. Und die sich gegenseitig auch treffen können, vielleicht ja in Berlin. And we would need a lot of translation, because everybody speaks different languages, but that should not be a problem. Und wir werden ganz schön viel Übersetzung dann brauchen, weil alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Okay, before we finish this talk, Dennis, I would like to ask you, what is your question? And I will bring it next week the artist that I will talk to. Dennis, jetzt kommt noch deine Frage zum Schluss, die du möchtest, dass die nächstes Mal jemandem gestellt wird. Ja. Oh. Soll ich sie einfach auf Englisch sagen, weil du sie mir schon geschrieben hast? Ja. Also das war ja, glaubst du, dass genug für die Wiedereröffnung von kulturellen Institutionen getan wird? Richtig? Ja. Okay, dann sage ich das auf Englisch, ne? So Dennis' question was, he sent me already before. Do you think there is done a lot for the reopening of cultural institutions? Mm-hmm. Thank you, Dennis, for this question. It's really important question. Danke, Dennis, für die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Mm. Okay, with this then, we leave this question also for all the partners who are supporting us in making these talks accessible and public, because they are also dealing with this question, when to open, and it's a good question, it's an important question if we did enough to open. And then we think about this. I thank you, Dennis, Sandra, and Philomena, for the patience and time for this talk. And we keep in touch and hopefully we meet soon. Vielen Dank für das Gespräch an uns drei und ja. Hoffentlich sprechen wir uns bald wieder. Ja, ja. Ja, und ich hoffe, dass ich Sascha auch irgendwann wieder in echt sehen. Sascha und Alex in echt mal sehen kann. Ja, sorry. Wenn wir das Stück wieder machen könnten, das wäre richtig toll. Vielleicht wird das ja auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. So Dennis is hoping that he can see you and Alex hopefully very soon in real person and that the piece can be shown together with you soon again. I hope so too. And Dennis, I'm working on it. Er arbeitet dran. Ja. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Cheers. Bye.